Herzlich willkommen, meine Lieben, zu meiner ersten Folge von Uncharted The Lost Legacy. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich wünsche euch jetzt gute Unterhaltung und viel Spaß. So wie irrtümlicherweise ich bei Uncharted 4 Thief's End gesagt habe am Ende des, der Videoreihe, dass das hier ein DLC ist, ist das natürlich völliger Quatsch. Wir haben hier eine Standalone-Version. Ihr seht es auch, es ist Uncharted The Lost Legacy. Und zwar spielen wir hier Chloe Fraser, das war die Protagonistin aus dem zweiten Teil von Uncharted, die zu dem damaligen Zeitpunkt mit Nathan Drake zusammen war. Genau, ich kenne nichts von dem Spiel, ich freue mich jetzt sehr, es spielen zu dürfen für euch und ich bin gespannt, was uns erwartet. Und ja, ich wünsche jetzt viel Spaß, los geht's. So, wir lassen alle Sachen, ich hoffe, dass alles so eingestellt ist wie auch bei Uncharted 4. Und wir spielen. Ach ja, komm, wir spielen leicht. Automatisches Zielen, nee, das möchte ich eigentlich nicht. Richte die Kamera automatisch in ihre Bewegungsrichtung. Für Spieler entwickelt, die zum ersten Mal ein Actionspiel. Nö, brauchen wir nicht. Kamerahilfe brauchen wir nicht. Fortfahren. Zack, los geht's. Man munkelt, nachdem Uncharted 4 mit Nathan Drake und Elena und deren Tochter ja wirklich ein fantastisches Ende bot, ja, bei Uncharted 5, ob man eventuell hier ansetzt. Wer weiß das schon? So, das sind wohl wir. Auch mal ganz cool, eine Frau zu spielen. Finde ich gut. Also. Haben wir? Nee, haben wir. Elena durften wir nie spielen. Das gefällt mir am besten. Es lässt deine Augen funkeln. Tatsächlich. Ich gebe dir 2 zum Preis von 1. Wow. Du schon wieder. Gehört der Laden dir? Nein, meinem Vater. Wie viel? Das macht 800 Rupien, bitte. 800 Rupien? Okay, okay. Für dich 550. Unglaublich. Also, lässt dein Vater dich hier immer allein? Nein, er ist weg und kämpft gegen die Rebellen. No. Dann hat die indische Armee ihn einberufen? Nein, er ist Freiwilliger. Wirklich? Tja. Also ich an seiner Stelle würde dich nicht hier allein lassen. Okay. Das sind 300. Gegenvorschlag. 400 Rupien plus Ganesha. Den willst du nicht. Er ist kaputt, siehst du? Sag bloß, du kennst die Geschichte nicht. Ganesha kämpfte mit Parashurama, als er die Tür seines Vaters bewahrte. Um die Ehre seines Vaters zu verteidigen, Shiva. Und dabei wurde ihm der Stoßzahn abgehackt. Interessant. Jedenfalls ist er unverkäuflich. Auf die Minute. Okay, hier. 600 Rupien. Der Rest ist für dich. Hey, warte! Hey, ich kann dir helfen. Oh, und was kostet mich das? Soll ich ihr das Essen für heute abnehmen? Ich verstehe Sie, aber es ist Sperrstunde und die Papier ist zu. Wobei denn helfen? Dauert nicht lange. Ich muss auf diesem Laster sein, bevor er fährt.
Also, dein Ganesha. Ernst, was willst du dafür? Nicht zu verkaufen. Aha, das ist so sowas wie unser Tagebuch anscheinend. So, wir müssen irgendwie auf diesen LKW kommen. Oh, Verzeihung. Was? Versteh mich nicht falsch. Gute Technik beim Rausziehen. Aber ich möchte meinen Ganesha zurück. Bitte. Ach Gott. Schön. Aber nicht schlecht, Kleiner. Alles Betrüger hier. Unfassbar. So, kommen wir da hin? Nö, kommen wir nicht. Doch, kommen wir schon. Es darf niemand über diese Brücke gehen. Es ist zu gefährlich. Hör zu, Schatz. Es war nett mit dir. Aber du musst jetzt wirklich gehen. Ich habe im Laden noch ein Bett. 300 Rupien. Das beste Angebot in Indien. Okay, nein, danke. Ich muss auf diesen Laster. Keine gute Idee. Die Rebellen, die tun Leuten weh, weißt du? Hör zu. Ich muss meiner Freundin helfen, okay? Pass auf. Wenn ich zurück bin, Pizza Party. Deal? Deal. Gut. Scheiße. Verdammt. Sir, Lisa. Sir, bitte. Oh Gott. Mein Dad, wir waren Eis essen und ich finde ihn nicht mehr. Ich kann nicht ohne ihn nach Hause. Ganz ruhig, ganz ruhig. Was ist passiert? Er stand da drüben. Warte, da ist er. Okay, rote Tür. Das ist sie. Mhm, rote Tür. Das okay. Heißt nichts. Der Aufstand heißt diese Folge. Die erste Folge. Dann mal los. Ist nur ein Kriegsgebiet. Alles ein Kinderspiel. Die Ruhe weg. Schade, dass wir nicht rennen können. Aber gut. Warum sind die? Gott, haut ab, solange ihr könnt. Los, 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 auf geht's! Gottes Willen. Mann, ey. Krass hat's mich jetzt gerissen. Wo müssen wir denn da hin? Ich hab wohl keine Wahl. Hey, Moment. Warum so eilig? Woher weiß ich, dass du hier nichts reinschmuggeln willst?
Arme hoch. Hey. Gefährlich draußen um die Zeit. Hey! Wo wohnst du? Bist du taub oder was? Antworte jetzt! Wo du wohnst, habe ich gefragt. Bei Rafter. Ich hab gerade zu tun. Das kann warten. Ja, Sir. Komm nach drin. Verstanden. Du kommst mit. An die Waffe. Sir, was ist mit dir? Lass sie durch. Du hast ihn gehört. Ab mit dir. Deren Glück, dass ich woanders hin muss. Mal ganz kurz die Kamera etwas hochsetzen. Ja, besser. Da ist die rote Tür. Okay. So, wo kommen wir denn da hin? Falscher Weg. Sehen die mich? Die hat's auch. Die hat's drauf. Die Chloe. Sagt noch eine Woche. Noch eine Woche in diesem Loch. Denk an das Endziel, Bruder. Hast du noch die Flasche Kokosarak? Vielleicht. Was ist sie dir wert? Okay. Meine ewige Dankbarkeit. Nicht gut genug. Wo zur Hölle hast du den Arak überhaupt her? Weiter die Straße runter. Dieser Kerl hat eine riesen Sammlung. Denkst du, da ist noch was? Hab nur zwei Flaschen genommen. Ja. Ah, okay. Andere Mechanik. Schlösser knacken. Ist aber recht einfach umzusetzen. Habt ihr ja gesehen. Bin drin. Dach. Pink, Lotus. Was soll das heißen? Ja, keine Ahnung. Sagst du's mir.
sagst du zu mir. Damit haben wir nicht gerechnet. Kaum erwarten, richtig zu kämpfen. Hier ist es scheiße. Ist er wieder runter? Nee. Warte mal, ich kann ja da auch rein, oder? Zwei Wege. Kann ich dann oben auch lang? Na, mal gucken. Ach nee. Vielleicht finden wir da was. Vorbereitungszeit. Das werden sie nicht mehr lange. Oh, ist er gar nicht mehr da. Wo ist er denn jetzt? Oh, da ist er. Oh, scheiße. Ein Gefallener! Seht euch um, Leute! Die macht kurzen Prozess. Gefällt mir. Hey, wer bist du? Oh, verdammt! Aua! Wow! Jemand? Nein? Entschuldigung, aber es gibt nichts Schlimmeres als eine kratzende Maus. Da krieg ich Lack. Warte mal, wir gehen mal da hoch. Ah, warte mal, wir schauen hier noch mal, was da gibt. Und was ist hier drin? Was sind denn diese... Das Explosionen oder was ist das? Mann, die haben hier alles leer gefegt. Hoch aufs Dach. Ach du Schande. Die indische Armee meint es ernst. Mein Gott.
Finden wir hier noch was? Schnupftabakdose, oder? Irgendwie sowas. Ein Döschen. Okay. Gut. Da geht's hoch, vermutlich. Schichtwechsel. Gibt es mindestens zwei Ziele. Das Mist. Lager und dann. Du bist hier falsch, Mädchen. Was zur Hölle? Oh, wer ist das denn? Ach, das ist. Kann das sein, dass es unsere Schwester ist? Verdammt, was sollte das? Ich dachte, du bist Profi. Ach, bleib locker. Dann lebst du länger. Locker? Ich habe Wochen gebraucht, um Asaf zu finden. Der Mann ist absolut unberechenbar. Er ist nur ein Kriegshetzer ohne eigenen Krieg. Nein, du kennst ihn nicht so wie ich. Er ändert Ort- und Ablaufpläne stündlich. Wir dürfen keine unnötigen Risiken eingehen. Wir? Lass uns eins klarstellen. Das ist meine Show. Und deswegen machen wir es auf meine Art. Wer ist das? Ist es Ihre Schwester? Nein. Entscheide dich. Er ist der mit dem Bart. Na bitte, geht doch. Sexy. Wenn man Psychopathen mag? Niemand ist perfekt. Das Basislager? Ganz oben, Balkon. Okay. Dann mal los. Hatte unsere Route schon geplant. Alright. Da sind die Kapitel, glaube ich, etwas kleiner. Aber das macht nichts. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es ist mal was Neues. Schön. Ja, gefällt mir. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge auf jeden Fall mit dabei seid. Bis dahin, euch alles Gute. Wir machen hier noch ein Foto. Lächeln, Asaf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, euch alles Gute und bis bald. Ciao.